Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Fear the Beast Ultimate Reloaded. Gestern war Livestream. Und ja, so auf den ersten Blick haben wir an sich in Anführungszeichen nicht viel geschafft. Aber wir haben auf jeden Fall eine ganz große Baustelle hier relativ weit vorangebracht. Ja, wir haben das EC2-Gebäude weitergebaut. Das werden wir im nächsten Stream auf jeden Fall abschließen. Dann sind wir hiermit erstmal durch. Also zumindest vom Grundgebäude her. Weil im Prinzip fehlt nur noch die Decke. Und ich hatte irgendwie ja keine Lust, die Solarpanels nochmal komplett umzuverfrachten, weil wir dafür auch ein komplett neues Energiemanagementsystem hier bauen müssen. Mit diversen MFSUs und so weiter. Und deswegen habe ich gesagt, jo, pass auf, wir machen das Dach einfach beim nächsten Mal und kümmern uns dann im gleichen Atemzug um die Energieverteilung. Und das nächste, was wir so gemacht haben, wir haben unsere Sticky Resin Farm ein wenig optimiert. Das soll heißen, wir haben die Bäume abgerissen und haben hier jetzt nur noch Holz stehen, wo auch diese Sticky Resin ja, Stellen drin sind. Die meisten sind natürlich abgefarmt, ist klar. Das ist noch nicht ganz fertig. Das ist so ein laufender Prozess. Und auch da werden wir im nächsten Stream nochmal weitermachen, dass wir hier noch ein bisschen mehr zusammenbekommen. Allerdings muss man auch dazu sagen, wir haben inzwischen mehr Rubber als Coal. Und das soll was heißen. Also wir haben eine ganze Menge. Natürlich brauchen wir das Zeug nachher im Schwerpunkt auch massenweise, ne? Was wir jetzt zu Beginn mal eben kurz machen, wir werden schon mal in Vorbereitung hier hinten wieder so ein paar Setzlinge hinstellen. Da hatten wir das im Stream auch gemacht, dass die Bäume schon mal wachsen können und dann werden wir uns wahrscheinlich dann demnächst wieder so ein, oh hier wird er nicht wachsen, ja, so ein paar Rubberstellen wegholen, damit wir diese Farm ein wenig komplettieren können. Ich werde nur mal eben ganz grob hier so ein paar von den Saplings hinstellen und dann sollte das reichen. Jo, ansonsten muss ich an der Stelle nochmal sagen, vielen, vielen Dank für den ganzen Support während der Minecraft-Streams. Also das ist einfach unglaublich, was da teilweise abgeht. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Es macht einfach ultramäßig viel Laune. Muss man echt sagen. Was übrigens auch ultramäßig viel Laune gemacht hat, war gestern der kleine Stresstest für unseren kommenden Community-Server. Und auch wenn jetzt nicht so viele da waren, hat man doch sehr gut gesehen, dass die 1.14.3 tatsächlich so langsam in die Richtung geht, was Performance angeht, wie man sich das vorstellt. Also so langsam sind wir da auf einem Weg, wo das Ganze funktionieren sollte. Die Entwicklung vom Server, die schreitet momentan voran. Ich habe gestern Nacht noch ein bisschen was gemacht. Ja, für die Insider, der Biergarten ist fertig. Den haben wir noch geschafft. Und ja, es geht so langsam in die richtige Richtung, aber ich brauche noch ein bisschen Zeit. Gut, das erstmal dazu. Was machen wir heute? Wir haben gestern festgestellt, dass unser Magma-Generator durchaus so ein paar Probleme hat. Also was heißt Probleme? Die Energiezellen sind halt einfach leer, ne? Da ist nichts mehr am Start. Und der Kohlegenerator, der füllt momentan so die ganzen restlichen Bedürfnisse auf. Das macht er ganz gut. Also hier ist noch kein Verlust in den Energiezellen. Das ist in Ordnung. Dann habe ich noch festgestellt, dass hier in unserer Kohlekiste so ein leichtes Defizit ist. Genau, da haben wir es. Das liegt aber, glaube ich, nicht daran, dass der Generator so viel verbraucht, sondern das lag, glaube ich, einfach daran, folgendes. Hier die Birchwood Farm hier hinten, da war kein Woodcutter mehr aktiv. Ja, der war defekt. Den habe ich mal eben vor der Aufnahme noch mit Diamanten gefüttert. Das sollte sich jetzt eigentlich wieder einpendeln. Und wenn nicht, können wir die Öfen unten noch pimpen. Also das sollte kein Problem sein. Um das Energieproblem nochmal aufzugreifen, ich werde heute mal versuchen, diese Resonant Upgrades zusammenzubasteln. Dazu brauchen wir natürlich ein bisschen Kram. Resonant. Genau. Ich denke, wir fangen relativ, ja gut, simpel mit dem Lumium Gear anfangen ist witzig. Mit dem Pyrotheum Dust können wir beginnen, weil das ist tatsächlich ein relativ einfaches Rezept. Oh mein Gott, Wahnsinn. Ja, ist gerade so 9:30 und so, das ist relativ früh, bin gerade aufgestanden, da kann das schon mal vorkommen. So, was wir noch brauchen, sind vielleicht die ein oder anderen Blank Patterns. Da können wir vielleicht nochmal so 10 Stück bauen. Wobei wir gucken müssen, wir haben nicht mehr so viel Zerdos Quarz, wir haben, achso genau, habe ich noch gar nicht erzählt. Wir haben gestern an unserer ja, Energy-Insel noch so ein bisschen die Dense Energy Cells nachgefüllt. Da sind immer noch nicht alle drauf. Aber ich glaube, so 4, 5 Stück sind jetzt dazugekommen gestern. Und dementsprechend haben wir natürlich auch relativ viel Zertus Quarz verbraucht. Aber das ist in Ordnung. Gut, dann nochmal zurück zum Thema. Das Lumium Gear. Wir brauchen, ja gut, Stone Gears kennt ihr schon. Lumium Ingot. Jetzt geht's los. Dafür brauchen wir den Induction Smelter. Und der braucht Lumium. Ja. Blend und Sand. Das Lumium Blend hatten wir mit dem Zeug hier hergestellt, genau. Wir müssen ihm noch eine Maschine geben, die uns dieses Energized Glowstone Gedöns herstellt, ne? Aber wir machen das jetzt erstmal. Haben wir schon mal das Crafting Rezept, genau.
Und wir können ihm auch schon mal das Crafting-Rezept von dem Gear geben. Denn das ist auch relativ simpel. So, warte mal, sind die Patterns schon fertig? Ja, sind sie zum Teil, okay. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Und zwar dieses Lumium. Es ist diese Variante, genau. Das sind ein Bucket Energized Glowstone plus Eimer. Wir haben ja im Prinzip schon mal so eine Art Anlage gebaut, nur für das Destabilized Redstone, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, das ist der Laden hier. Ich glaube, wenn wir das richtig anstellen, können wir dem auch sagen, wie das mit den Lumium-Eimern funktioniert. Warte mal, ich brauche mal einen Bucket. Und ich brauche mal ein bisschen Glowstone. Glowstone ist ja kein Problem. Oh, geil, nice. Wir kriegen das Zeug ja aus dem Laserdrill raus. Das ist relativ vorteilhaft. Jetzt ist die Frage, wie viel Glowstone Dust ergibt das Lumium-Zeug? 250, also brauchen wir immer pro Rezept 4 Stück. Sollte zumindest. 500 haben wir. 750 und dann müsste gleich der Tausender kommen. Genau, der wird auch gleich importiert hier, der Kollege. Ah, das ist in Ordnung. Gut. Also viermal Glowstone plus ein Eimer ist quasi the way to go. Dann brauchen wir hier, warte mal, der kommt weg, ein Processing Pattern. Das hier ist das Ergebnis. 4 davon braucht er. Und dieses Rezept müsste dann halt in das olle Interface rein. Dann haben wir schon mal den Lumium-Kram hier fertig. Genau, das hier sind die Random-Rezepte, die können wir so in die Molekular-Assembler mit reinschmeißen. Aber für die Übersicht behalte ich die nochmal eben da. Boah, nö, eigentlich nicht. So, genau, Encoded Pattern ist da, das ist da und, ups, das ist da. Also bis zum Blend kommen wir jetzt auf jeden Fall schon mal durch, was das angeht. So, warte mal, den Kram können wir wieder reinschmeißen. Genau, jetzt haben wir noch das Lumium Ingot. Ich lasse dieses Slag mal außen vor, weil sonst, nee, lassen wir einfach weg. Passt schon. Also Sand und Lumium Blend. Das kommt in den Induction Smelter rein. Achso, wir können das auch von hier machen, ne? Ich Idiot. Genau, weil wir haben nämlich momentan nur einen Induction Smelter. Dementsprechend ist es relativ simpel. Okay. Also, die Pyrotheum-Dust-Geschichte sollte laufen und die Lumium-Dust-Geschichte sollte laufen. Hatten wir nicht schon mal Pyrotheum gehabt? Warte mal. Nee, das ist tatsächlich das erste Mal. Okay, krass. Habe mich tatsächlich fast vertan. Okay, pass auf. Der nächste Schritt ist das Enderium-Ingot. Da brauchen wir wieder den Induction-Smelter. Und der braucht Enderium-Blend. Und hier haben wir wieder dasselbe Spiel. Wir können dieses Resonant Ender wunderbar herstellen. Eine Enderpearl ergibt wie viel? 250? Okay. Dann machen wir das wieder manuell. Wir können ihm aber vorher schon mal ein Crafting-Rezept zeigen. Und zwar brauche ich dafür den Transmutation Stone. Achso, nee, das ist ein Crafting-Pattern, genau. Und der muss hier auf All Dictionary alles und so eingestellt sein. Dann kommt hier das Eisen mit rein. Achso, ja, guck mal, hier in diesem, das hatten wir gestern im Stream. In diesem Crafting-Pattern kann ich das nicht per Rechtsklick machen irgendwie. Das klappt nur in dem Processing-Pattern. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, dann könnten wir schon mal automatisch Enderperlen herstellen, sofern das funktioniert. Aber ich denke mal schon. Oh, wir haben noch ein paar. 1, 2, 3, 4. Nehmen wir mal mit. Einen Eimer haben wir noch. Dann können wir ihm gleich das andere Rezept nochmal zeigen. Will nur mal eben gucken, ob das hier einigermaßen vernünftig funktioniert. Also 4 Pearls rein. Da kommt der Eimer rein. Ja, genau, ist auch die 250er-Variante. Okay, wunderbar. Ich mache das nur einmal immer zur Sicherheit, weil ich diesen Flüssigkeitsangaben im JEI nicht traue. Deswegen, also ich bin da so ein bisschen skeptisch meistens, was sowas angeht. Aber das hier scheint mit dem Tausender auch zu gehen. Also viermal Enderpearl plus ein Eimer ergibt dann unseren, ja, Enderbucket. Dann brauchen wir auch hier wieder einen Processing-Pattern. Und wir brauchen dann die entsprechenden Enderperlen viermal. Warte mal. Nee, hier geht's auch nicht. Komisch, manchmal geht das irgendwie, manchmal nicht. Naja, ist egal. So. Hier müsste ja auch der... Genau.
die Iron Chest sein. Gut, dann können wir schon mal diesen Ender Bucket herstellen. Das ist schon mal viel wert. Jetzt brauchen wir im Prinzip noch das Enderium Blend. Da brauchen wir Pulverized Lead und das entsprechende Platinum. Und dafür brauchen wir den Crafting Pattern, ja. Immer diese Umstellung hier. Genau, wir nehmen das Pulverized Lead, korrekt. Oh, ein Update für die Creative Cloud ist verfügbar. Ja, danke, brauche ich jetzt nicht. So, weiter geht's. Ich glaube, Platin weiß er auch noch nicht, wie er es herstellt, ne? Ne, weiß er nicht. Ist aber relativ simpel. Haben wir noch... Ne, Platin, das haben wir nicht, ne? Pass auf, dann pulverisen wir den einmal eben durch und dann wissen wir es ja. Das sollte an sich problemlos funktionieren. Ne, halt, da wollen wir rein. So, nochmal Platin. Genau, da ist unser Dust. 1:1, zack. Gut, pass auf. Das hier muss... Warte mal, wo ist es denn? Ah ne, die sind unten, ne? Genau, da ist der Pulverizer. Der kriegt das Platin. Und das hier ist ein ganz normales Molekular-Assembler-Rezept, ne? Genau. Und jetzt brauchen wir im Prinzip nur noch ein Processing-Pattern, oder? Für die Barren. Genau, hier nehme ich das Slag auch wieder raus, einfach zur Sicherheit. Gut, und das muss noch mit in den Induction Smelter rein, meine Güte, das ist auch, manchmal ist es echt ein bisschen complicated, ey. Jo. Wenn mich nicht alles täuscht, brauchen wir jetzt noch das endgültige Rezept. Und dann bin ich mal gespannt, ob das hier läuft oder nicht. Wo ist er denn? Da haben wir ihn. Ich baue mal ein Stück, aber das sieht ganz gut aus. Ah, Pulverized Tin. Er weiß noch nicht, wie man Pulverized Tin herstellt. Okay, dann machen wir das nochmal schnell. Wir brauchen noch ein Processing Pattern. Tin, genau. Einmal Tin, er gibt das Pulver davon. Ja, müssen wir ihm noch eben sagen, wie das läuft hier. Uiuiui, das ist wieder so eins der aufwendigeren Crafting-Rezepte. Aber ich sag mal so... Das ist es auch wert, ne? Gar keine Frage. So, Tin. Da ist er. Gut, und das kommt nochmal in den Pulverizer. Da ist er mit rein. Und wir sehen, der Pulverizer ist voll. Du-dum. Ja, wird langsam Zeit, da noch ein zweites Interface mit dran zu bauen. Aber kriegen wir hin. So, wir versuchen das nochmal. Resonant Upgrade. Ein Stück will ich erstmal haben. Start. Was geht da? Jawohl, läuft doch. Nächste Frage, können wir davon noch 29 herstellen? Jetzt bin ich gespannt. Warte mal, ups. Ich mache erstmal 10. Ja. Das sieht gut aus. Ja, der bastelt jetzt erstmal ein bisschen zusammen. Aber cool, das funktioniert schon mal. Sehr, sehr, sehr cool. Nice. Dann brauchen wir gleich im Prinzip noch 19 Stück. Ich gehe mal kurz pennen hier. Und dann werden wir natürlich als allererstes nachher den Lava-Generator erstmal upgraden. Der hat das, glaube ich, verdient oder hat es nötig, sagen wir es so. Ja, wie wir sehen, das hier dauert noch ein Weilchen. Übel. Genau, während der hier durchcraftet, kann ich schon mal ganz kurz einen Schwerpunkt für die kommende Woche so ein bisschen darstellen. Wir werden uns endlich um das Auto-Crafting kümmern. Also nicht um den Part unbedingt, sondern hier... um diesen Raum, den wir noch gar nicht bestückt haben, denn es wird hier so die ein oder anderen Crafting-Computer geben. Ein paar kleinere, ein paar mittlere, ein paar größere ist so der Plan, damit wir da ein bisschen variieren können und das werden wir, ja, so am Beginn der nächsten Woche machen. Aber zunächst möchte ich gucken, dass wir diese Resonant Upgrades fertig bekommen, weil wir brauchen Energie. Gerade diese Crafting-Computer, die werden nachher auch noch ein bisschen Strom fressen. Wenn wir mal gucken hier, unser System frisst 3000 RF pro Tick. Und da fällt mir ein, wir sollten unbedingt mal gucken, dass wir so langsam die Resonant Flux Ducts hier mal an den Start kriegen. Vielleicht machen wir das noch vorher zur Sicherheit. Aber da müssen wir erstmal gucken, dass die Generatoren überhaupt so viel raushauen, ne? Also ich glaube, ich gehe ganz fest davon aus, dass wir mit den beiden Generatoren, die wir da haben, bald an unsere Grenzen stoßen werden. Da muss irgendwas anderes her, ich weiß noch nicht genau was.
Aber das werden wir sehen. Ja, das hier dauert noch ein bisschen. Ja, gut. Warte mal kurz. Ups. Was brauchen wir denn dafür alles? Das kennt der. Redstone haben wir. Wir müssten dafür die Signalumflugstacks herstellen. Die Empty Redstone Energy Flugstacks stellen wir ja schon her. Oh, warte mal. Das ist gar nicht so kompliziert. Moment mal. Halt. Das brauchen wir. Weil Signalum kennt der. Das kennt der. Dann hätten wir das nämlich schon mal. Diese Signalumdukts, die überspringen wir einfach, ne? Also gar keine Frage. Das machen wir relativ easy. Und das kann der auch. Dann haben wir nämlich schon mal die Grundgerüste für die beiden. Jetzt müssten wir ihm eigentlich nur noch sagen. Ne, die kann man doch auch danach noch befüllen mit dem Enderium. Aber warum wird das nicht wieder angezeigt? Das war doch genauso wie mit den Redstone-Dingern, ne? Ich guck mir das gleich mal an. Wir schmeißen jetzt erstmal den Kram hier rein. Aber ich meine, dass man die Dinger genauso befüllen kann, wie die Redstone Energy Flux Ducts. So, wie weit ist denn der hier eigentlich? Uiuiui, das dauert. Blöd ist nur, wir können es gerade nicht mehr testen, weil unser Crafting-Computer blockiert ist. Und genau das ist der Grund, warum wir uns demnächst mal damit befassen, dass wir das Ganze ein bisschen upgraden. Gut, aber da das hier noch ein bisschen dauern wird anscheinend, werden wir die Aufrüstung des Generators auf die nächste Folge verschieben. Ich werde in der Zwischenzeit nochmal die restlichen, jetzt fehlen noch 19 Upgrades bauen, sofern genügend Ressourcen da sind. Und dann werden wir in der nächsten Folge den Generator ein bisschen pimpen, die entsprechenden Augmentations noch bauen. Und ich glaube, dann können wir erstmal so ein bisschen Zeit wieder überbrücken, bis wir uns wirklich was komplett grundlegend Neues einfallen lassen müssen. Wird irgendwann kommen, das kann ich schon mal versprechen. Gut, dann wäre es das für heute gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Genießt den restlichen Sonntag und ja, ich hoffe, man sieht sich in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.